Ja, hallo liebe Italien-Freunde. In Italien wüten derzeit leider sehr, sehr viele Waldbrände. Der massivste ist im Norden von Italien derzeit zu finden, und zwar im Karst brennt es. Das ist an der Grenze zwischen Triest und Slowenien. Also in diesem Bereich sind momentan die stärksten Brände ausgebrochen. In den heutigen Morgenstunden war die Windrichtung so, dass der Rauch von diesen massiven Waldbränden teilweise bis kurz vor Venedig zu riechen war. In Grado sind die Menschen sogar munter geworden in der Nacht, weil es ihnen durch die Klimaanlage sozusagen diesen Rauch direkt ins Zimmer gebracht hat. Grado liegt ja deutlich näher als zum Beispiel Cavallino. Aber auch in Cavallino wurde berichtet, dass man diesen Rauch von diesen Bränden gerochen hat. Die Dürre ist natürlich extrem, die trägt ihren Teil dazu bei, die extreme Hitze ebenfalls, und diese Feuer können sich nahezu ungehindert ausbreiten. Schon gestern wurde eine Mautstelle vom italienischen Autobahnmautbetreiber evakuiert. Das Personal musste die Kassenhäuschen verlassen, da das Feuer gefährlich nahe an diese Mautstation herangekommen ist. Folgedessen wurde dann ein Autoabschnitt bei der A4 im Bereich von Sistiana, also alles Richtung Triest, aber in beide Richtungen, also egal ob man nach Triest oder von Triest Richtung Venedig fährt, beziehungsweise Richtung Udine, dieser Bereich wurde gesperrt. Die Sperre ist nach wie vor nicht aufgehoben. Des Weiteren hat Trenitalia die Zugverbindung eingestellt. Es hätte eigentlich schon wieder am Nachmittag eröffnet werden sollen. Trenitalia hat jetzt diese Zugverbindung, die Eröffnung, wieder auf 20 Uhr verschoben. Ob es zu einer nochmaligen Verschiebung kommt, ist derzeit noch nicht bekannt. Was ist noch alles geschehen an diesem heutigen Tag? Es hat sich einiges getan. Auch das Löschflugzeug ist wieder im Einsatz und unterstützt eben die Feuerwehrleute, die am Boden sozusagen löschen. In Grado hat sich dann am späteren Vormittag, so gegen 10:30, der Rauch wieder verzogen. Der Wind hat sich gedreht und der Rauch ist in die andere Richtung gezogen. Und somit war diese massive, beißende Rauchbelästigung in Grado nicht mehr zu merken. Monfalcone ist relativ stark betroffen von diesen Bränden. Es sollen die Strände Marina Julia und Marina Nova nicht aufgesucht werden. Erstens wird dort durch die Löschflugzeuge das Wasser entnommen aus dem Meer, und die Waldbrände sind nicht weit entfernt. Es ist nicht empfohlen, hier die Badestrände aufzusuchen. Monfalcone selbst ist komplett gesperrt worden heute Vormittag gegen 11:30. Den Anwohnern wird empfohlen, zu Hause zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Im Freien ist es wegen der erhöhten Feinstaubwerte Pflicht, die Maske zu tragen. Maske hat jetzt einen angenehmen Nebeneffekt, glücklicherweise jeder zu Hause. Es wird eben nicht empfohlen, im Freien ohne Maske zu sein, da der Feinstaub extrem ist, diese Werte. Dann Triest ist komplett isoliert. Man kommt eigentlich praktisch weder rein noch raus. Es ist ein Sonderfahrplan über das Meer zwischen Triest und Monfalcone eingerichtet. Das heißt, wer dringend raus muss, kommt aus Triest raus. Allerdings für touristische Fahrten darf das natürlich nicht genutzt werden. Das ist jetzt wirklich rein für sehr, sehr dringende Fahrten, dass man eben aus Triest rauskommt und in Monfalcone sozusagen dort dann weiterkommt. Das Feuer hat weiters um 13 Uhr den Ort Carmignano erreicht. Der ist dann evakuiert worden. Der Wind hat sich wieder in Richtung Triest gedreht. Ein neuer Brand ist wieder. Es treten immer wieder einzelne Brandherde auf, dann werden sie gelöscht und entstehen sie wieder weiter. Und zwar ist es im Hinterland zwischen Monfalcone und Gorizia wieder neu entfacht. Und der Alarmzustand ist um kurz vor 15 Uhr mit maximalen Brandgefahr, ist vom Karst Grado Lignano, wo es bisher schon gegolten hat, auf das gesamte Gebiet der Region Friaul-Julisch-Venetien ausgedehnt worden. Das heißt, die Region hat die höchste Alarmstufe für Brandgefahr ausgerufen.
Der Bürgermeister von Triest hat um kurz nach 15 Uhr die Bürger gewarnt vor einem eventuellen Stromausfall. Durch diese massiven Brände kann es natürlich auch zum Stromausfall kommen und er bittet die Bürger und auch die Touristen keinesfalls die Aufzüge zu benutzen, denn bei einem Stromausfall steckt man irgendwo fest, kann möglicherweise nicht mal mehr den Notrufknopf betätigen und ist so im Haus gefangen. Auch nördlich von Udine in Resiuta ist ein Brand ausgebrochen, also es flammen immer mehr Brände auf, die extreme Trockenheit ist hier leider sehr begünstigend. Und auch der Ort um kurz vor 3:30 nachmittags ist der Ort Mediaza im Karst ebenfalls evakuiert worden. Das heißt, es kommen immer wieder kleinere Orte, die evakuiert werden müssen, dazu. Das Feuer ist nach wie vor nicht unter Kontrolle. Es ist massiver Löscheinsatz durch die Löschflugzeuge und durch die Feuerwehren vor Ort. Die sind von allen Orten zusammengetrommelt worden und löschen dort, wo es die meisten Ausbrüche gibt. Wann die Autobahn wieder aufgesperrt wird, kann nicht gesagt werden. Hier empfiehlt es sich, die Autobahnbetreiber die Webseite aufzusuchen. Wer jetzt von Slowenien zum Beispiel Richtung Udine fahren möchte, sollte dies lieber großräumig umfahren, da hier einfach alles steht und extreme Staus sich gebildet haben. Das heißt, wer eben zum Beispiel zurück nach Österreich fahren möchte, soll einen anderen Weg suchen. Wer allerdings natürlich weiter nach Italien reisen muss, der muss sich dort andere Wege suchen, aber auch hier empfiehlt es sich großräumig auszuweichen. Für Strecken, für die man normalerweise eine halbe Stunde braucht, wurde mir berichtet, haben manche Menschen über 2,5 Stunden gebraucht. Das heißt, das zur Lage vor Ort. Wie ist die Situation weiter? In Bibione flammen auch immer wieder die Brandherde auf. Die Feuerwehr ist dort allerdings permanent vor Ort. Auch der Zivilschutz mit den Freiwilligen ist permanent vor Ort. Das heißt, wenn hier kleinere Brandherde wieder aufflammen, werden diese sofort gelöscht. Hier kann man sagen, ist das absolut unter Kontrolle. Hier sollte sich nicht irgendwo wieder großflächiger entflammen. Keine Gefahr. Das heißt, die Badeorte Lignano und Bibione sind derzeit keiner weiteren Gefahr ausgesetzt. Und noch weiter, wenn wir noch weiter gehen, Richtung Caorle, Jesolo, Cavallino, Venedig, hier riecht man vielleicht etwas von diesen Bränden, allerdings sind diese relativ weit entfernt. Ja, die Situation, man kann es nicht abschätzen, wie es weitergeht. Niederschläge sind aktuell leider keine zu erwarten. Die große Hitze geht weiter, das begünstigt das Ganze natürlich. Und wir werden euch hier auf dem Laufenden halten, sowohl hier auf diesem YouTube-Kanal als auch auf unseren verschiedensten Webseiten von Triest Magazin. Nahezu alle Badeorte bis Jesolo mit dem Jesolo Magazin und Venedig Magazin werdet ihr immer alle Informationen finden. Die Autobahn selbst, also wie gesagt, ist in diesem Bereich rund um Triest gesperrt, Sistiana. Dort kann man nicht fahren. Alle anderen Autoverbindungen funktionieren. Die Anreise ist gewährleistet. In Grado, also wer in den nächsten Tagen nach Grado reisen möchte, beziehungsweise Triest, muss das natürlich etwas genauer beobachten, daher hier in diesem Bereich die Waldbrände am meisten wüten. Alle anderen Badeorte besteht keinerlei Gefahr derzeit, dass sich das irgendwie weiter ausbreitet. Die sind ja auch mehrere Kilometer weit entfernt. Da kann sich das nicht so schnell ändern. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch trotz alledem einen schönen Abend und wie gesagt, bei Änderungen werden wir euch informieren. In diesem Sinne, bis bald, arrivederci und ciao.